Moin Leute, herzlich willkommen zur vierten Folge von Raft zusammen mit Jom und Let's Play. Hey. Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen von Raft mehr zu verpassen. Aktiviert die Geilo-Glocke und in der letzten Folge haben wir diese wunderbare Insel entdeckt, die uns die letzten Ressourcen geschenkt hat, um den Schmelzofen zu craften. Oh. Wir hoffen ja, dass wir, wenn wir gleich ein bisschen Eisen da reinhauen, dass wir neue Sachen erforschen können. Ja. Chicken Wing. Warte, nehmen Sie mal auf und pack mal die Federn von der in die Forschungsstation. Ah ja, tatsächlich. Oder so. Feder. Eine rohe Geflügelschenkel, komm her. Jetzt gibt's KFC. Hast du auch einen Chicken Wing für mich? Es gibt zwei hier. Alter, das dicke Ding. Oh Mann. Okay, so, dann gucken wir doch mal. Öffnen, Feder reinpacken, erforschen. Eine Hängematte und ein Pinsel. Wow. Der Pinsel ist das zweitwichtigste Item im Spiel. Ja, klar. Haben wir denn schon mal. Dieses Erz bringt nichts. Ah, okay. Nee, ich denke nicht. Nur der Barren, genau, der Barren. Meine Frage ist, müssen wir jetzt noch hier bleiben? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich wäre dafür, dass wir noch einmal runtergehen gemeinsam. Einmal runtergehen? Aber ja, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen, ja, ist schwierig, ne, aber es gibt ja hier so viel Kram noch, oder nicht? Wir müssten halt ihn finishen, dann wird sich's lohnen. Ja, ich denke, das wäre jetzt auch möglich. Sollen wir einfach mal rein? Ja, wir springen jetzt hier zusammen rein und hoffen einfach mal auf gutes Gelingen. Sammel und Sammel. Ah, es ist Kupfer, okay. Ich kann, glaube ich, zweimal gehittet werden, dann muss ich auf jeden Fall. Ach stimmt, hier ist auch schon Seegras. Das sollten wir auch unbedingt mitnehmen. Ach ja, ist er bei dir? Für Gummi. Nee, ich sehe. Oh, du bist voll. Achso, oh, scheiße. Aber ich hab's aufgehoben. Ja, heb's auf. Ist mal irgendwas oder so. Ja, warte, ich fahr kurz weg. Vielleicht schläft er. Wo ist der Hai? Ich weiß Meinst es du? Nicht. Der Penn? Mann, ich hab hier so viel. Ja, ich esse eine Ananas. Der ist irgendwie gerade ein bisschen dumm, ne? Kann das sein? Ja, ist doch gut. Ja. Ist mir egal. Meine Party. Hallo, cross hier mal bei meinen Mann. Du hast mir gemeint, ich war Erster. Sonst hätte ich es ja nicht als Erster bekommen. So, Seegras mitnehmen. Naja, Seegras war sehr wichtig und man braucht auch sehr viel. Ja, ich bin sowieso mal gespannt, was jetzt letztlich das Wichtigste sein wird. Bestimmt Metallbarren. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dadurch, dass man so Turbinen und Röhren und so weiter braucht, da bin ich generell mal gespannt. Aua, Loyo, der hat einen Charge. Wie, er hat einen Charge? Ja, der hat einen richtigen Charge. Den hatte der doch früher nicht. Nee, den haben die auch halt krasser gemacht. Oh, komm raus, komm raus. Brudi, ich steche ihn gerade ab. Ja, komm doch. Er kommt zu dir. Ja, ich glaube, der will beißen. Jetzt, doch nicht. Komm wieder ran hier. Wir haben genügend. Ach, der, das ist mein Chicken Wing. In die Richtung. Oh, krieg ich auch. Oh. Sieht der geil aus, du geile, saftige Möwe. Sorry. Warte, ich habe auch einen. Hör mal, willst du mal? Ja, hier, willst zeig mal. Oh, ja, zeig mal. Ja, bitte. Sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, wie du ihn gegessen hast. So, mein Inventar ist ziemlich konfus und voll, aber das ist kein Problem. Da sind Fässer. Ja, schnapp dir die Fässer. Schnapp dir da mal richtig saftig die Beute. So, dann schauen wir jetzt hier einmal, wie wir... Den Öfen? Ja, den Öfen machst du hier eben da, die Schmelze, da. Hast du vier Planken für mich? Ja, klar. Nägel kann ich nochmal craften. Ja. Und dann die Schmelze. Jawohl. Und dann Schmelze kommt. Ach, die ruhig nehmen, oder? Ja, hier so. Ah ja. Planken platzieren. Cool. Dann nehmen wir hier Metallerz und schmeißen das hier rein. So, du gehst jetzt mal schön weg hier. Ach, hast du Seetang reingeworfen und erforscht? Nee, ich glaube, den muss man doch erst in die Schmelze packen. Kann sein, packen. Ja, aber guck mal, geht das? Ja, stimmt, man kann ihn erforschen für die Flossen. Also beides wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde nochmal eine Angel craften. Warum? Weil wir sonst kein Essen haben. Brauchst du noch was? Ich bin fast komplett voll. Nö, mir geht's an sich gut, aber wir müssen ja trotzdem gucken. Oh ja, ich habe einfach auch keine Planken. Ja, ich auch nicht. Was habe ich denn mit den Planken gemacht? Die neue Sachen gecraftet, deine Speer? Ich check's, die habe ich wahrscheinlich einfach gegessen. Weggeworfen. Ach, deswegen ist der Schmelzofen auch gar nicht an, ne? Stimmt, eine Planke konnte ich einmal draufwerfen. Das reicht wohl nicht. Warte, da hinten sind welche. Da mache ich einen Double Grab, einen Double Snack. Oh, ist geschafft. Ja klar, Buddy. Oh ja. Ja, Metallbarren aufnehmen. Ja. So, jetzt schnappe ich mir den Metallbarren und erforsche Metall. Gut, wir können einmal bolzen. Ja, mach. Oh, lecker. Oh, fortschrittlicher Grill. Scharnier. Netzkanister. Was? Kennst du den schon? Nee. Kann mit einem Netzwerfer verwendet werden. Aber den konnte ich nicht neu erlernen. Der war einfach plötzlich da drin. Genauso wie Heilsalbe. Lindert Schmerzen und heilt Wunden. Ach so, weil vielleicht noch irgendwas dafür fehlt. Wie zum Beispiel ein Scharnier.
Können wir ein Scharnier jetzt. Ja, wir können auch ein Scharnier jetzt craften, auch theoretisch. Nee, wir könnten nur. Nee, Scharnier kann man craften. Ach so, ein Metallbarren. Okay. Ja, geil. Ja, warte, dann hab ich doch. Ah, nee, der ist weg. Der ist weg, genau. Der wird ja weggelutscht. Hier brennt gerade ein Kupfer, weil wir das ja noch nicht hatten. Oh ja. Sehr, sehr gut gemacht, German Let's Play. Ja, danke. Sie sind sehr schlau, muss ich Ihnen sagen. Kuba 3. 30? Ja. Boah, ich glaube, mit einem IQ von 30 ist man gar nicht lebensfähig. Ja. Ein IQ von 100 ist, glaube ich, ist nur so normal. 130 ist überdurchschnittlich. Und wenn du so 80 hast, ich glaube, ab 80 oder 75 giltst du schon als behindert. Ich meine aber gehört zu haben, dass der... Ja klar, der 100er IQ ist ja der Standard-IQ. Und der hat sich über die Jahre noch verändert. Oh. Und die Leute, die damals einen 120er IQ hatten, haben jetzt einen 100er IQ. Was? Ja. Mann, und ich hatte 100, habe ich dann nur noch 80? Oh. Was denn? Ja. Oh, nein. Du miese Boah, der ist schon richtig... Ja, ja, das. Nein, bleib hier, bitte. Nein, okay. Bleib da! Manuel! Nein! Egal. Lass mal sehen. Oh. Oh. Ach so. Seht, dann pack ich mal rein kurz einmal. Ach, guck, siehst du, ein Busch ist da drin. Hast du Planken? Ah, es brennt, okay. Aber ich hab Planken raufgeworfen. Sehr gut, ey, sehr gut. Also, ist sehr gut. Ja, also, da sag ich einfach mal. Ja, moin. Moin, Leute. Moin. Moin. Scheiße. Oh, der war gut, der war warte. Nee, Scheiße, der war scheiße. Nichts. Bitte. Nein, Manuel, tu es mir nicht an. Nein. Ja. Warum tust du es mir denn an? Ja, weil du hast angefangen. Ich gar nicht. Doch, du wolltest, du hast mich. Du Dreckiger. Du hast mir nicht gegönnt. Jetzt mach doch, jetzt. Ja, es brauche ich lang. Schwitz doch ein Jahr. Wir brauchen wieder, ist fertig. Wir brauchen wieder 40 Stück davon, das wäre nice. Und erforschen. Jetzt können wir Leiterplatte, sind keine. Wir können auf jeden Fall schon mal die Flossen komplett. Leere Flasche, was auch geil ist. Oh ja, die Flasche war richtig gut. Oh, ich bin am Verdursten. Oh ja, gut. Aber wie kriegt man die ganzen neuen Rezepte? Das frage ich mich. Bolzen brauchen wir, glaube ich, erstmal. Ach. Ja, dann kriegen wir auch einen Topf, aber den kennen wir ja, da haben wir ja okay, dann, aber das ist ja kein Problem. Die Scharniere, da brauchst du doch nur Metall für, oder nicht? Ja. Ja, ich schmeiß jetzt Metall rein und dann machen wir so ein Scharnier oder einen frickin' Bolzen und dann lübt das. Oh, oh. Dann können wir die Sachen erforschen. Erst das Scharnier dann, genau, zum Erforschen. Ja, ja. Aber mich reizt gerade extrem dieser größere Grill. Da brauchen wir zwei Metallbarren für, den Rest hätte ich. Ich hab noch genügend Metall. Hast du? Ich hab noch drei Metallerz bei mir drin. Ach so. Okay. Also, das wäre kein Problem. Ja, geil. Oh ja, Bruni, das wäre... Choc-Güzel? Oh, meine Kartoffeln sind fertig. Oh, willst du mal eine? Ich bin reingefallen. Ja, eine geile... Hast du auch Sour Cream? Nee. Mann. Ich mag die mit Kräuter, Buddha. Oder Papa Asada. Kennst du das? Was ist? Papi? Ich wollte gerade sagen, Papa? Was macht denn Papa da? Ich schmier doch Papa nicht auf meine Kartoffel. Oh, ist fertig. Nimm mal einen Metallbaren raus. Pack nur einen rein. Hast du einen? Achso, ja, warte. Zack. Gut, dann werden wir jetzt mal... Ein Scharnier oder was? Achso, ja stimmt, das muss ich ja craften. Ah ja, genau, ja. Nagel, Scharnier oder Bolzen? Was soll ich als erstes machen? Erstmal Scharnier, mach ruhig mal Scharnier. Dann gucken wir mal. Erforschen. Das müsste richtig viel bringen. Nee, nur den stationären Anker. Ach nee, doch. Echt? Da ist noch die Schere, kann ich jetzt lernen, toll. Ein Lager und die große Anbaufläche. Oh, die ist sehr wichtig. Die sollten wir sofort bauen. Dann haben wir nämlich gar keine Plankenprobleme mehr. Ja. Ab einem gewissen Punkt. Willst du mal eine Rübe essen? Und geht's dir gut mit deinem Trinken? Nee, ich trinke noch mal einen Liter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich erkenne das ja an deinen spröden Kacklippen. Gib mir doch mal ein Labello. Warte, ich habe einen noch in meiner extra Hosentasche. Ah, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, also ich benutze diesen Labello super ungern, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Leute, die Labello benutzen, danach süchtig sind und trotzdem trockene Lippen haben. Jetzt knalle ich hier Bolzen. Ach, Bolzen muss ja wieder hier rein. Wir können die Schaufel nützlich, um Schmutz zu sammeln. Och. Topf. Verarbeitet Basisnahrung zu erstaunlichen Mahlzeiten. Dann die Metallangel, einfacher Bogen, Netzwerfer, Schrotthaken, Metallaxt. Alter, was lernst du denn da alles? Hier ist immer noch die Wiese, dafür fehlt uns aber Schmutz. Ich will keinen Schmutz. Was ist denn dieser Netzkanister? Geh besser vorsichtig damit um, explosives Pulver. Was? Ja, ist halt so ein Gegenstand, aber das sind alles Sachen, die wir schon gelernt haben. Oh, was bitte denn? Mach Bolzen, dann können wir uns den besseren Haken holen. Dann können wir schneller Sachen ernten, vom Boden, weißt du? Sand. Ja, ich weiß ernten. Doch. Ich ernte dich auch gleich. Mann, ich habe keinen Haken gerade, bitte. Gönn mir den. Ja, aber dann können wir nicht dieses andere Ding machen, das ist dir klar, ne? Ach so, du hast keinen Metallbarren mehr? Doch, ich habe noch einen. Ah, fünf Stück haben wir noch.
in der Kiste, ist alles so, gut. Ah. Hat da wer kein, kein Wasser nachgefüllt? Doch, hab ich. Also jetzt, es hackt. Ich glaube, ich hab, hatte doch. Nee, da war nix. Tut mir leid, dann habe ich aus Versehen wohl nur die Planken zugefügt. Wie viel trinkst du immer am Tag? Bestimmt so 2 Liter. Und du? Zu wenig, aber ich glaube, ich trinke 3 oder so, aber... 3? Ich glaube schon, hab trotzdem immer Durst. Was ein Säufer. Aber ich trinke auch immer aus der Toilette, was denn? Das erklärt auch wieder einiges. Ich dachte gerade, das ist Teil. Erklärt meinen ständigen Durchfall. Ja. Du bist, was du isst. Das stimmt. Aber nein, ich esse da ja nichts raus. Ja, guck mich an. Ich gehe halt dahin mit dem Strohhalm. Wow. Mit dem Strohhalm und dann schlürfe ich eine Runde. Mit so einem Party-Strohhalm. Kennst du diese ganz lang? Oh ja, ja, ja. Ja, da sollte dich aber auch keiner verurteilen, ne? Was haben wir denn hier noch? Diese leere Flasche für die Sauerstoff. Leiterplatte. Was brauchte man noch? Die Flasche ist ja auch für Wasser. Und du weißt ja, dann können wir irgendwie 2-3 Mal daran lüppen. Ja. So mega cool. Leiterplatte, Kupferbarren und... Ah, wir könnten gleich 2-mal Kupferbarren reinpacken. Und einmal diese, haben wir schon. Ja, ja, dann ja. Mach noch mal einen rein gleich. Alles dann fertig. Können wir die Leiterplatte erfüllen. Häufig verwendet für elektrische Maschinen. Ah, da rechts ist die Insel, eine kleine. Ja, ich sehe es auch. Oder? Sanftes Drehen. Drehen sanft. Ach, wir haben das bessere Speer, stimmt. Boah, es ist teuer. Was haben wir? Das bessere Speer. Ah, so, okay. Da kannst du mir noch kurz sagen, was wir haben? Nee. Das bessere Speer. Hab ich was? Du hast, also, vielleicht habe ich mich auch einfach verhört. Aber du hast zweimal gesagt, ich habe das bessere Deutsch, Speer. Deutsch? Nee, nee, das habe ich ja nur für dich gesagt, damit du mich verstehst. Er ist da! Vorsicht! Ich glaube, den kriegen wir. Ach so. Wie können wir finden? Ja, ja. Ja, ja, Oh, das Boot. Scheiße. Nein! Oh Gott! Beide einmal so die Höhlenmenschen, die guten Gierlappen, ey. Der ist down. Nice. Lecker essen. Ja, 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 lol, jetzt guck mal, diesmal hab ich den Kopf. Oh, lol. Tot. Aufhören? Sieht schon ganz lustig aus. Mann, ich will doch da nur hin. Ach, warum ist aber das? Der Wind ist komplett gedreht, ich hasse ihn. Das können wir schon schaffen. Vertrau dem Wind. Nee. Doch. Hey, das wir war's. Sind doch... Nein. Doch, wir gehen langsam dahin. Du musst mehr belieben. Belieben? Ja. Kannst belieben? Nee, belieben. Belieben. Belieben wie Justin Bieber. Kenn ich nicht. Doch, kennst du. Du warst mit mir im Konzert auf den. Auf dem drauf, geil. Auf den drauf, innen drinne. Doof. Das auch. Junge, ich schwöre dir. Ich glaube, wir kommen näher. Boah, das ist geil, das Teil. Natürlich kommen wir dann näher. Wir müssen da näher kommen tun. Oh, wir gehen dran vorbei, meinst du? Ach, ja. Wir brauchen noch einen. Wir brauchen Paddel. Ach, scheiße. Mit dem Paddel werden wir schaffen. Oh ja, jetzt ist der echt scheiße, der Wind. Ach komm, der ist nämlich wieder komplett gedreht. Ja, dann lass uns Paddel, Alter. Komm. Vier Planken fehlen mir. Dann habe ich's. Hast du 4? Ja, ich kann Paddel machen. Ich schwimme uns dahin. Und 1. Einfach 2, gedrückt halten, bitte. 3. Du schaffst 4, das. 5. Was machst du da? Ich wollte mich einhaken, anstatt den Köder zu bauen, dann sparen wir. Dann ist das ganze Schrott. Dann verlieren wir das Paddel gerade. Ach. Mach doch einfach, wir haben doch den Anker. Ja, jetzt bin ich eh da. Also jetzt ist es wirklich gelaufen. Guck, ich hab's geschafft. Jetzt hängen wir fest. Wir hängen fest? Ja. Ja. Und was, wenn der Wind dreht? Ja, dann haben wir Pech. Dann fährt das Ding einfach weg. Das ist doch gerade optimal. Auch noch nie passiert. Ja, das ist tatsächlich optimal. Stimmt. Gut, dann gehe ich runter. Ja, tauch ein bisschen. Kannst du gucken, ob er kommt? Vielleicht? Ja, oh, er ist da. Er ist in mir. Danke. Ein Tipp. Jetzt, sorry, so schnell konnte ich nicht reagieren. Ja, ich glaube, er kommt. Ich sehe nicht mal. Ach, da. Alter, in der Nacht, ne? Oh ja, der Glibber ist fertig. Jetzt bin ich echt gespannt, ey. So, Leiterplatte erstellen. Die kommt jetzt hier rein. Einmal erforschen. Sprinkler bewässert deine Pflanzen automatisch. Es scheint jedoch eine Batterie zu fehlen. Stimmt, ja, hattest du mal vorgelesen, aber ist trotzdem nice. Ja, aber ansonsten... Aua. Ey, ich hätte gedacht, dass es von den neuen Sachen viel mehr gibt. Wahrscheinlich von diesen großen... Es gibt auch Rezepte und so. Stimmt, ja. Es wird noch viel, viel mehr geben. Er kommt. Warte, hab ich sehen. Boah, er ist echt so krass, man kann ihn nicht mehr... Ja, man kann ihn dadurch nicht mehr richtig abwehren. Vorher konnte man richtig timen, wann er in deinem Gesicht landet. Ja, es soll halt jetzt auch schwerer werden. Oh, ihr blöden Möwen, Alter. Alter, er greift mich wieder an, ich bin fast down. Ja, dann komm. Warte, ich schütze dich. Oh, danke, danke, mir geht's gut. Alter, aber ich hab gut Kram bekommen. Ich bin stolz auf dich. Und der Netzwerfer. Wow. Wo ist er? Hast du? Ja, da ist er. Lol.
Wie sieht das denn aus? Bam, Junge. So, Leute, das war's für heute. Lasst eine Bewertung da, schaut bei German Let's Play vorbei und vergesst unter keinen Umständen, beide Kanäle zu abonnieren, um zukünftig keine neuen Folgen von Roughman zu verpassen. Leute, ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.